jede neue Stunde eine neue Musik, ein neues Musikensemble. Und hier auf der großen Bühne sitzt jetzt das Jugendblasorchester aus Budapest in Ungarn unter der Leitung von Gyula Gergely. Es beginnt mit E-Musik, mit klassischer Musik. Das weiß ich, ich muss etwas dahinter gehen. Und wenn die Musiker mit den Stimmen fertig sind, pfeift es immer noch, dann werden wir die Carmen hören von Bizet, den vierten Akt. Das ist das Vorspiel. Das Jugendblasorchester aus Budapest, Ungarn. Bitteschön. Aber wir haben einen großen Vorzug. Sein Leiter, Gyula Gergely, spricht gut Deutsch. Das wollen wir uns zunutze machen. Woher können Sie Deutsch, Herr Gergely? Hochschule, ja. In der Schule gelernt? Ja, in der Schule gelernt, ja, Deutsch. Und 40 Jahre früher. Vor 40 Jahren. Lernt man heute immer noch Deutsch an ungarischen Schulen? Ja, dann in dieser Zeit war noch in deutscher Sprache, in normaler ungarischer Schule, ja. Heute nicht mehr? Nicht mehr. Heute lernt man Russisch, ist auch eine schöne Sprache. Wie wir wissen? Russisch. Ich kann nicht Russisch sprechen, ja. Das brauchen Sie auch heute nicht, denn das würden wir die wenigsten verstehen. Sie sollten uns aber ein bisschen, ein paar Takte, darf man ja bei Musikern sagen, erzählen zu dem Jugendblasorchester. Wie lange gibt es das schon? Seit 1970 ist gegründet dieser Orchester. Und natürlich nicht mit diesen Leuten, nicht mit diesen Kindern. Jede zwei, drei Jahre, das ist wie ein Durchhaus, ja, ein Durchhaus. Das ist das Schicksal aller, die sich mit Jugendmusik beschäftigen. Aber was man sagen kann, das ist bei Ihnen hervorragend organisiert. Sie haben mir vorhin erzählt, alleine in Budapest gibt es wie viele Musikschulen? 22 Musikschulen ist in Budapest. Jeder Bezirk hat eine Musikschule.
Und aus diesen Musikschulen können Sie dann aus dem Vollen schöpfen, ja? Oder sind das jetzt nur die Schüler einer Musikschule? Nur eine Musikschule, 15 Tendenziert aus Budapest. Mein lieber Mann, da gibt es noch dann 21 andere. Wir wollen noch ein bisschen was hören. Ungarische Tänze von Johannes Brahms. Wir haben schon allerhand gehört heute, ungarische Tänze. Die Nummer 6 noch nicht. Sie folgt nun. Ungarischer Tanz von einem original ungarischen Jugendblasorchester, da hört man den Paprika ganz deutlich heraus. Als nächstes gibt es aber was Ballettiges, Ballettmusik Nummer 7, Faust. Das Jugendblasorchester unter der Leitung von Jula Gergely. Thank you.
Wir haben vorhin schon gehört, dass man für die ungarischen Tänze nicht unbedingt ein Symphonieorchester braucht. Es geht mit einem Blasorchester. Wir hören noch einen ungarischen Tanz, den ungarischen Tanz von Janos Brahms Nummer 4. Der schönste, zumindest für den Dirigenten. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen was über den Dirigenten erfahren. Sie haben mir vorhin gesagt, eigentlich sind Sie pensioniert. Es wirkt nicht so, wenn man Sie hier sieht. Sie wirken voll in Arbeit, aber Sie sind pensioniert. Das gibt Ihnen die Zeit. Ja, ich bin Pension schon 9. Jahr. Ich war durch 30 Jahre in Staatsoper als erster Hornist. Und jetzt schon mein Jahr. Als Organist? Ja, und ich arbeite mit diesem und den anderen in Erwachsenen Orchester. Und ich bin Lehrer in der Musikschule. Haben wir jetzt verstanden?
Ja, können Sie nicht verstanden? Doch, doch, ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt Organist fälschlicherweise. Ich sehe. Also, durch 30 Jahre, ich habe geblasen. War genug. Jetzt blasen Sie. 30 Jahre Horn und jetzt blasen Sie. Und Sie blasen gut, wie wir gehört haben. Was hören wir als nächstes? Ich muss auf mein Zettelchen gucken. Einen Marsch. Ein Marsch aus Ungarn. Aus einem Film. Aus einem ungarischen Film. Wir lassen uns überraschen. Ein Spielfilm, ja. Das Budapester Jugendblasorchester unter der Leitung von Jula Gergely. Gerade jemand aus dem Publikum eine Frage gestellt, die ich gern weitergebe. Der sagte, woher haben die die Arrangements? Machen Sie das selbst? Ich mache das selber, ja. Das war auch schon die Vermutung. Er sagt nämlich, sowas gibt es doch.